zur Schamanen-Yoga-Stunde. Wir dürfen uns erstmal vorstellen, Carlos Arias, via Kocha Kamanik, macht die Musik. Es gibt auch eine CD über Schamanen-Yoga, die ab 20. Januar fertig ist. Er kreierte auch die Musik für Schamanen-Yoga. Ich bin Renate Getzele, ich habe im Münchner Süden eine Praxis für physikalische Therapie und ein Yoga-Studio. Schamanen-Yoga ist 2014 ganz neu entstanden. Und so fühlen wir sowohl im Yoga wie auch im Schamanismus immer mehr wieder unseren Kern. Wir kommen in unser Inneres. Da hilft uns die Elemente, das Arbeiten mit dem Medizinrad, mit den vier Elementen um uns herum, vor allem aber die Kraft von unserer Pachamama, von unserer Mutter Erde, die uns Feuer gibt, die uns nährt, die uns trägt. Aber auch die Energie von Hanapacha, von Vater Himmel, das ist die leichte Energie, das Fühlen, hellsichtig, hellfühlend zu sein. Und so fühlen wir, dass wir ein Teil des Ganzen sind, ein Teil dieser Erde sind. Und dies wollen wir im Schamanen-Yoga noch mehr wahrnehmen, durch die fließenden Bewegungen, durch das intensive Atmen der Kauna-Atmung, die ich dann gleich erkläre. Und durch den Rhythmus der schamanischen Musik werden wir praktisch wie von selbst von einer Asana in die andere getragen. Wir arbeiten mit unseren Krafttieren, mit unseren Helfertieren und so hat jedes Element, ob es jetzt Luft, Feuer, Wasser oder Erde ist, seine dazugehörenden Krafttiere. Und die beziehen wir in Schaman-Yoga mit ein und fühlen, was diese Energie mit uns macht. Ja, viele Theorie. Wir gehen zur Praxis über. Jetzt erhebt euch bitte. Und so erkläre ich erstmal unsere Atmung im Schaman-Yoga, die Kauna-Atmung. Ihr stellt euch erstmal bitte so auf, dass ihr eure Füße geschlossen habt und fühlt mal die Kraft der Erde, fühlt mal die Berührung von den Fußsohlen zum Boden und pendelt ruhig mal so ein paar Mal hin und her, fühlt eure Großziehballen, fühlt eure Fersen und findet die Mitte, eure Mitte. Zentriert euch, ihr könnt so leicht die Zehen auseinanderspreizen. Und dann wandert höher und wandert in eure Knie und das ist euch von allen Yoga-Arten bekannt. Wir überstrecken unsere Knie nicht, sondern wir haben die Knie leicht gebeugt, spannen den Oberschenkel an, versuchen erstmal unser Becken ein paar Mal hin und her zu kippen, um auch da unsere Mitte zu finden. Die Mitte ist immer, wenn das Schambein und die Hüftknochen auf einer Höhe sind. So richtet euch aus und zieht euer Steißbein nach unten, rollt die Schulterblätter nach oben und setzt sie zurück und lasst die Arme ganz locker. Und dann haben wir die Bandhas, die Wurzelverschlüsse, das braucht man auch im Schaman-Yoga. So spann ganz fest deinen Beckenboden an und saug deinen Bauchnabel nach innen. Das ist deine Mitte, dein Fundament, ja auch dein Powerhouse, ja dein Zentrum. Und fühle immer wieder während des Yogas jetzt auch die Kraft in deinem Herzen, die Wärme in deinem Herzen. Wir beginnen mit der Atmung. Du faltest die Hände und stellst dir vor, gedanklich fühle hin, wie du Energie aus der Erde einatmest. Du saugst diese Energie in dein Herz, verbindest dich damit, atmest aus und transformierst diese Kraft, diese Energie zu Vater Himmel. Holst die Kraft, die Energie des Himmels, atmest sie ein in dein Herz. Fühlst die Verbindung, atmest aus zur Mutter Erde. Atmest ein, die Kauna-Atmung versuche immer in vier Schritten, also ausatmen, 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 ausatmen. Und wieder einatmen, 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 fühle, spür, ausatmen, 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 einatmen, einatmen. Einatmen, ausatmen, 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 einatmen, einatmen, einatmen. Dann lass zur Erde abfließen und öffne dich wieder. So, das ist die Grundatemtechnik, die wir immer wieder zur Verbindung der Krafttiere hernehmen.
Jetzt wollen wir aber beginnen, wir laden dazu erstmal die Spirits ein. Wir laden die Spirits von den Himmelsrichtungen ein. Nun drehen wir uns, Beginn ist immer der Osten. Wir drehen uns zum Osten, das ist hier alle die Richtung, in die ihr steht, und gehen im Kreis des Medizinrades.